Und da ist es mir schon wieder passiert. Ja, wir haben ja noch eine Folge. Ich war schon wieder komplett aus dem Zählrhythmus gekommen. Das war ja gerade mal Folge 11. Gut, das heißt, oh, das war das Falsche. Das bitte. Dann können wir doch noch anfangen mit Haus bauen. Sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das heißt, wir gucken Haus am See. Gut, dann machen wir doch erstmal unser Feld da hinten. Bietet sich ja gerade an. So, das ist doch jetzt aber alles reif hier aus, oder? Gut, dann ernten wir einmal alles ab. Was ist das? Keine Ahnung. Ist das fertig oder wie jetzt? Was ist das? Was habe ich da gekauft? Egal was es war, jetzt habe ich es nicht mehr. Lol. Fuck my life. Gut, das heißt, wir machen jetzt hier. So, Weizen ist das Wichtigste. Habe ich noch Weizensamen? Ja. Gut, jetzt. So, das heißt, was können wir noch hier anpflanzen, die Pflanzen? Okay, gut, ab zum Feld. Dann pflanzen wir das restliche Gedöns auch noch mit an. Hallo? Oh, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Felder übrig. Wow, da pflanzen wir direkt einfach mal, just for fun. Because we can. Was denn eigentlich? Blueberry Bush. Ah, nee, das machen wir bei uns direkt auf der Insel. Hier aufs Beet bringt das nichts. Sondern da nehmen wir einfach mal ein bisschen. Komm, Möhren. Möhren ist nun wirklich, also, ne? Gehört zum gesunden Frühstück mit dazu. So. Okay. So, dann geht's jetzt ans Hausbau. Und ich hoffe, dass das mit dem Wüstenpflasterstein wirklich genauso gut aussieht wie in meinen Träumen. In meinen feuchten Träumen. So. Das heißt, wir haben jetzt hier unten Steinreihe, dann kommt die Fensterebene, die ist 2 hoch, und dann kommt die Deckenebene. Das ist dann ungefähr so. Jetzt ist die Frage, sieht das von außen schon mal gut aus? Oh, da oben fehlt. Und ich muss kurz überschlagt sagen, ja, das kann man so machen. Doch, das sieht gut aus. Naja, nee, ich sag einfach mal ja. So, jetzt ist die Frage. Hier soll bei der einen Seite die Küche rein und bei der anderen Seite das Bad. Das Bad ist natürlich nicht ganz so offen, macht hoffentlich Sinn. Das heißt, die Fenster sind nur auf einer Ebene und nicht auf zwei. Und es sind auch nur kleinere Fenster, so ungefähr. Und das gleiche hier nochmal. So ungefähr. Hat man hier oben so zwei Lichtschlitzdinger? Das reicht denn für ein Fenster aus? So, und hier kommt jetzt genau die Frage, wie machen wir das hier am dümmsten? Ich persönlich würde fast sagen, ich weiß aber nicht, ob das... Nee, halt. Ich
Ich wollte jetzt quasi hier so ein, also so ein Stein, wie es schon ist, aber als Vollgröße. Macht aber, glaube ich, keinen Sinn, optisch gesehen. Ach doch. Wirkt abstrakt und abstrakt ist gut. Haben wir noch einen? Ja. Oh Gott, wir haben sogar noch ganz viele. Easy. Dann haben wir jetzt hier einmal raus. Dafür stattdessen einmal großer Stein rein. Jetzt weiß ich nicht, ob das natürlich draußen von der Textur her passt. Ach Mann. Ist genau einmal falsch rum. Das ist natürlich wieder typisch. Wo ist. Ach, halt, den muss ich erstmal ausräumen. Danke. Danke, danke. Wo ist unsere Spitzhacke? Achso, habe ich schon. So. Was? Ach, irgendwie so. Keine Ahnung. Okay. Der Schraubendreher reagiert auch bei der Kiste, wobei er diese nicht verschiebt. Why ever? Kann ich das hier bitte irgendwie wieder rauskommen? Ach hier. Okay, das heißt, diese Bäume hier werden früher oder später zum Problem. So. Also das hier ist auf jeden Fall erstmal eine Vollwand, ein voller Träger. So. Jetzt aber die Frage, wie machen wir hier das Design? Ich meine, hier ist sowieso ein Baum. Ich würde ganz gerne hier eine Vollwand mit einem etwas breiteren Fenster. So ungefähr. Easy. So, dann haben wir hier unsere Vollwand ins Innere. Sollte ich auch erstmal Fußboden reinsetzen? Fällt mir gerade mal auf. Fußboden nehmen wir einfach direkt Cobblestone. Nee, das wird zu schäbig. Gut, als Fußboden nehmen wir diese Dinger. Macht doch irgendwo Sinn, weil es ist ja auch das, was man von außen als Fundament sieht, quasi. Dann ist der das Fundament quasi gleichzeitig auch unser Fußboden. Dann brauchen wir aber davon ein bisschen mehr, soweit ich weiß. Haben wir aber gar nicht. Okay. Das heißt, ich mache mal erstmal nach Bedarf.
Wir müssen dann aber überlegen, wo die Haustür reinkommt. Ich würde die Haustür gerne hier rein oder hier hinten rein machen. Oder wir machen sie hier so seitlich rein. Ich glaube mal, doch, wir machen sie hier seitlich rein. Das heißt, wir müssen dann schon mal hier planen. Genau, hier kommt dann ein bisschen Special. Da kommt die Haustür rein. So. Okay, jetzt erstmal Fußboden. Gut, das wird dann über die Reihe hier unten natürlich jetzt komplett umsonst. Kann passieren. Sowas kommt mal vor. Und da hat sich mein Rechner auch schon wieder beruhigt. So. Jetzt schauen wir dann. Okay. Vielleicht habe ich mich mit der Menge doch ein bisschen verschätzt. Wir werden wahrscheinlich doch noch circa noch viel, viel mehr Bricks brauchen. Das ist natürlich ein bisschen witzig. In Klammern eigentlich nicht. Ich meine, gut, eigentlich könnten wir später damit tricksen, dass da, wo dann später Mobiliar raufkommt, und man dementsprechend die Blöcke gar nicht sieht, dass man da die Blöcke ja dem eigentlich auch nicht nutzen muss. Aber dazu müssen wir jetzt schon wissen, wo genau was hinkommt. Und da ich dem nicht fähig bin, werde ich erstmal überall Steinblöcke reinsetzen. Ich werde aber nochmal den Ofen anschmeißen, weil das, was wir hier definitiv haben, ist aber sowas von zu wenig. Das heißt, einmal da rein. Einmal da rein und dann sieht die Welt vielleicht auch schon gleich viel besser aus. So, dann dürfte das nämlich auch schon fast reichen. Also, das, was jetzt in den Öfen ist, reicht sowieso auf jeden Fall. So viel brauchen wir nicht mehr. Aber mit reichen meine ich jetzt, dass es jetzt in absehbarer Zeit uns zur Verfügung steht. Du kannst mal weg. So, siehst du, wir haben ja hier noch ein paar von den Dingern. Kann man das eigentlich auch wiederverwerten? Also nein. Nee, kann man nicht. Das heißt, die sind jetzt wirklich erstmal Ausschuss. Mit denen können wir so erstmal nichts anfangen. Ach, wir haben ja noch. Ah, das schon mal in der Guck.
Und ich dachte schon, also das sieht doch gut aus. Bumm. Kein Plan, wie viel wir brauchen. 8, 4, 5, 3, 2, 1, bumm. So, wir brauchen noch 12 Stück. 1, 2, 3. Außenposten. We are America. Was auch immer jetzt diese Bricks mit Außenposten zu tun haben, keine Ahnung. So, unser Fußball ist bereits fertig. Yay. Also das mit dem hier mit dem Kobbel sieht irgendwie doch viel schäbiger aus, als ich dachte. Das kannst du doch so nicht anbieten. Nee, du. Das ist ja... Boah, Alter. Fuck my life. Das können wir so nicht machen. Das können wir so auf keinen Fall machen. Ich glaube, wenn wir dann doch die hier nehmen. Das Problem ist, damit wir die benutzen können, müssen wir wahrscheinlich unser gesamtes Redstone, also Quatsch, dieses Desertstone erstmal einschmeißen. Gut, die Frage ist, was? Achso, na gut, also nehmen wir das, nein, nee, das auf keinen Fall, also die rein süßen Sand gar nicht, aber die Frage ist, nehmen wir das oder da? Das oder das? Ich weiß nicht. Ich bin fast für den hier. Wie wird denn der gemacht? Achso, dann einfach 9. Ah, super. Okay, komm. Dann stoppen wir die Aktion hier mal. Sowieso fast fertig. Danke dafür. Dann klatschen wir den gesamten Coldstone mal ganz kurz hier Friede, Feuer, Eierkuchen in die Öfen. Bam. Oder können wir das Ding hier eigentlich wieder abreißen? Das sieht absolut scheiße aus. Ich wollte quasi so eine raue Struktur haben, aber das ist hier, das ist ja... Das hat ja mit rau nichts mehr zu tun, das ist ja... Das sieht ja aus wie aufgehäuftes Geröll oder so ein Scheiß. Ist es ja letztendlich auch, ne? Ist ja Cobblestone und ist ja nichts anderes als Geröll, wenn man so möchte. Also jetzt kein Gravel, klar. Ist schon ein bisschen komprimiertes Geröll, aber von der Grundstruktur her ist es Geröll. Kannst du sagen, was du willst. So, dann nehmen wir mal wieder eine Hacke. Beil. Also ja, natürlich nichts dabei, was mir da braucht. Einmal so, einmal so, einmal danke, einmal danke, einmal bam, bam, bam. Und einmal bam, bam. Was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4. Weg, 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 weg. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Die ganze Schiene da und alles weg. Brauchen mehr Kisten. Definitiv mehr Kisten. So. Ups. Ich sollte mir auch einmal einen ins Inventar legen. Gleich mal 2. Ach, Elimination. Gut. Naja. Dann gucken wir mal, dann machen wir mal eine Wand aus dem einen, die andere Wand aus dem anderen, dann gucken wir mal, was besser aussieht. Weil das Problem ist, das hier zu verwenden, das könnte sich mit dem Boden beißen, weil ja beides dann quasi diese Kacheldinger sind. Von daher würde ich persönlich halt, um das ein bisschen abzuheben, ne? Einfach das hier verwenden. Ich hoffe nur, dass das dann auch in der großen Fläche gut aussieht. Weil so als Einzelnes sieht es schon mal gut aus. Vielleicht ist es sowieso ein Fehler, dass wir hier rotes Gestein nehmen.
Aber das soll sich auch farblich ein bisschen abheben, ne? Und so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir leider nicht. Das ist auch, Alter, wie schnell wächst denn der Kakao, bitte? Wir erreichen ja fast industrielle Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Das ist ja beängstigend. So, was ist genau? Zinstone, das da. Oha, unser Treibstoff ist leer. Das kann ja nicht angehen. Der ist ja illegalisiert bis aufs Grundwerk. So, gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal eine Sand. Eine Wand. Ach komm, jetzt hier. So. So. Dann nehmen wir mal 27. Und dann einmal so. Dann nehmen wir auch mal so ein paar in die Hand. Und dann gucken wir einfach mal. Einmal hier. Ja doch, komm, das können wir doch benutzen. Das sieht doch gut aus. Und einmal so. Aha. Okay. Ich bin tatsächlich jetzt noch uneiniger mit mir selbst als davor. Ich glaube, wir nehmen doch das Rechte. Das sieht tatsächlich irgendwie doch besser aus. Und so sehr tut es sich mit dem Boden gar nicht beißen, wie ich dachte. Gut, dann nehmen wir das Rechte. Okay, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, aber ich glaube, das machen wir wieder nächste Woche. Folgenzeit ist schon wieder vorbei. Ich gehe nur noch mal schnell zum Feld rüber, ernte das Feld ab und das war's jetzt diese Woche. Beziehungsweise gucke ich noch mal schnell, ob man diese Steine, diese hier, auch wieder zurückgesetzen kann. Also, ob wir daraus wieder normales Clean Stone bekommen. Oder ob die jetzt verschwendet sind, was natürlich nicht so schön wäre. Bitte. Oh mein Gott, wie kommt sie nicht zurück? Das ist so hart deprimierend. Und wir haben natürlich gleich 27 daraus gemacht. Egal. Zur Not müssen wir wirklich noch mal zu dieser Mine gehen. Wir haben sie ja da gelassen, von daher. Scheiße. Oh, ich hab den Ofen gar nicht wieder angeschmissen. So, gut, na, dann gehe ich jetzt mal hier rüber zu unser Feld. Ernte nochmal alles ab. Ach Gott, jetzt kotzt sich das schön aus. Da steht ja den nächsten 3D-Gerichten gar nichts mehr im Weg. So, von dem anderen haben wir auch genug bekommen. Sehr schön.
Brauchen wir nur noch irgendwie die anderen beiden Weizensorten oder Getreidesorten, weil jetzt gibt es ja insgesamt vier und wir haben gerade mal zwei. Das Problem ist halt, aus dem Gras, was hier bei uns überall wächst, kriegt man nur die ein Bein. Um die anderen beiden zu bekommen, müssen wir irgendwie dieses trockene Gras irgendwo finden. Oder Dschungelgras, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall irgendeine andere Grasart. Und solange wir das nicht haben, sind wir auf das Gras hier angewiesen. Okay, unsere Kiste wird langsam wieder ganz schön. Ja? Haben wir hier irgendwas, was wir auslagern können? Zum Beispiel. Das hier können wir auslagern. Das Gras können wir auslagern. Die Blüten können wir auslagern. Braucht keine Sau. Das hier können wir auslagern. Alles Schunddarm. Der zwar schön ist irgendwo, den wir hier aber nicht in unsere geschützte Kiste brauchen, sondern der durchaus auch einfach mal in unsere ungeschützte Kiste nebenan kann. Oh, wir haben einen Tropensetzling. Sehr schön. Können wir den irgendwo mal setzen? So lange Erbernten, bis wir den vier haben und dann einen Mammutbaum pflanzen. Einfach weil er hier so gut in die Gegend passt. In den Klammern. Nein, tut er nicht. Aber das ist eine Sache. So, ich weiß gar nicht, kann man Gras verbrennen? So, das alles kann hier schon raus. Wie gesagt, wenn das jemand klaut, ist nicht schade drum. Was habe ich da gerade noch weggeworfen? Habe ich Sand weggeworfen? So, und dann kommen jetzt noch die ganzen Blumen. Ich mache die mal hier unten hin, weil das hat ja mit dem anderen eher ganz wenig zu tun. Aber die Blumen zum Beispiel, die können wir schön da oben mit hinpacken. Bam, dann haben wir hier noch die ganzen Blumen. Dann sieht auch der Müll ein bisschen sortiert aus. Ist ja kein Müll, ist ja... Ne? Wenn es Müll ist, hätte ich es weggeworfen. Das ist ja eher sowas wie, ne? Ist schön, dass wir es haben, aber wir brauchen es nicht unbedingt. So, würde ich mal sagen, reicht das auch langsam mal. Hier. Bam. Klauen wir jetzt hier nochmal Blätter. Füllen die beim Öfen nochmal nach. Und dann passt das auch. Perfekt. Da. Sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt also aus dem Gestein hier schön gedünst machen. Das war das hier. Also, muss ich jetzt mal einpacken. Das war das hier. Komm, nochmal. Sagen wir nochmal. So, passt perfekt. Easy. Sehr schön. Gut. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle Feierabend. Schau mit V. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Hausbau. Und zwar diesmal Wände. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal schon die Decke hinbekommen mit der Decke. Dann müssen wir erstmal gucken, aus welchem Material. Dann müssen wir das Material erstmal beschaffen und dann Treppen draus machen. Aber die Wände, ich gehe mal davon aus, dass wir die Wände nächstes Mal hinbekommen. Da habe ich doch ein gutes Gefühl. Na gut, in dem Sinne, schau mit vor.